Anzeige. Ich frage jetzt natürlich die Repräsentationsausgaben. Ja, das stimmt. Die hat die noch nicht. Schauen wir mal, ob es mehr oder weniger. Und zwar 2014 war der Plan 13.000 Euro, was ja schon recht viel ist im Vergleich zu dem, was den Vorgänger gebaut hat. Für 2015 ist das erhöht worden auf 18.000 Euro. Zusätzlich gibt es noch den Repräsentationsausgaben der Vereine 8.000 Euro. Also im Sinne, es ist eine Verdoppelung, also von 13.000 auf 26.000. Und da habe ich jetzt mehrere Wochen Bürger, die auf den öffentlichen Vorschlag zugekommen haben, gefragt, was du vorhast, damit zu machen. Wer ist nächstes Mal beantworten? Aber wir sind ja heute den Vorschlag beschließen, du musst das schauen. Ja. Die Repräsentanzausgaben für den Bürgermeister. Und da geht es einfach darum, dass man dementsprechend die Vereine noch dann auch unterstützt. Das ist einfach dann auch, zum Beispiel, halt, wenn halt Zeitungen dagegen sind, dass es halt noch dann einen Geschenkskorb gibt, dort im Haus, oder Lokalspenden, und für diese Ausgaben oder halt Einladungen dementsprechend bei Fremdsfeiern oder sonstigen Teilen. Die Preise auf die 18.000 Euro. Das begründet, das gibt ja schon einige großen Vereine, das du etwas früher mit einem anderen gespeist hast, das eigentlich sind eine andere Kosten, das sind zumindest keine Schuppen, aber die Verdoppelung, also gibt es kein besonderes Vorhaben, zum Beispiel die Wahl 2015 oder irgendwo, wo das besonders gesetzt wird. Ich sage mal, das ist immer eine Unterstellung. Das war eine Frage, ist eine Unterstellung. Nächste Frage, bitte. Das ist immer das Problem, nicht ausreichend ist meistens für den Rest der Bevölkerung nicht ausreichend. Aber diesbezüglich darf ich mich da einhaken von Bernhard aufs Repräsentationskonto. Bei der Bürgerversammlung sind ja unter anderem auch wunderschöne Filme gezeigt worden. Und da haben sich jetzt auch Leute die Frage gestellt, wer bezahlt diese Werbefilme für die und ob diese ebenfalls aus dem Repräsentationskonto bezahlt werden oder in welches Budget die zum Beispiel reinkommen. Also wenn du den Vorschlag gelesen hättest, den von 2014, da steht schon Werbefilme nichts drin. Dann würdest du gesehen haben, dass dort für den Öffentlichkeitsbereich eine Budgetposten erstellt wurde. Ja, für 2015. Was? Nach 2014? Ja, da steht aber von dem Dezibel, da hast du dann so an die Möglichkeiten, dass du das, wie du möglichst verteilst. Also das ist nicht Prüfung unter deine Repräsentationskosten. Nicht. Gut, nächste Frage. Anschließend an diese Frage, für diese Dienstleistungsaufträge gibt es einen Gemeindeausschluss. Das ist ja Dienstleistungsauftrag an die Firma, die die Firma macht. Es geht Kanal 3. Gibt es eine Übertragungsverordnung an den Vorstand, beziehungsweise wenn es im Vorstand drinnen budgetiert ist, die großen Budgetierung? Das war aber nicht budgetiert im Vorstand. Im Vorstand ist es. Nein, Dienstleistungsaufträge an Kanal 3 sicher nicht. Das ist die 14. Wir haben im in der Voranschlagstelle 015 sind für die Öffentlichkeitsarbeit 15.000 Euro budgetiert. Und da ist der Vorstand hat das extra beschlossen. Die Bahnhofstraße möchte ich da ein bisschen zusammenhängen. Aus dem mir ganz klar, wo der Radweg beginnt und wo der Radweg vielleicht aufhört. Gibt einen, wo man da bessere Beschilderung macht. Ich sage mal, ich weiß es nicht genau, wo der See das nicht sagt. Das ist, glaube ich, für den Radfahrer, die
Aber es ist ja häufig so. In der Bahnhofstraße. In der Bahnhofstraße selbst. Also, dann haben wir die Vorstellung, es geht wirklich, jetzt ist keiner mehr. Ah, da ist keiner. Das ist keiner, weil einfach die Breite vom GR-Trafik so schmal ist. Also, das ist kein Trafik. Das ist eine 30er-Zone. Ich glaube, unsere 30er-Zone. Aber ganz am Zeichen, man begeht ja auch schon. Also, wenn du zum Bahnhof gehst, wo diese ganze Zeit. Bis zum Bahnhof gehen ist was. Ich kann nicht eigentlich, wo die Wahl auch ist für mich. Da kann man sich das anschauen. Werden wir aufnehmen, sonst können wir schauen. Das ist dann auch. Bitte, nächste Frage. Entschuldige, noch einmal zurückkommt auf meine vorherige Frage. Aber wenn ich da schaue, Pressestelle, Ansprache, Öffentlichkeitsarbeit, sonstige Ausgaben, da steht aber nichts drin von Aufträgen, dass man den Kanal 3 beauftragt zum Kümmern. Das sind ja nicht sonstige Ausgaben. Gut. Du hast deine zwei Fragen gehabt. Ich übernehme die Frage. Das Gleiche, was der Peter gehabt hat. Vorne zu lang, Herr. Was kann jetzt nicht wahr sein, dass das nochmal ist? Das wiederholt jetzt der Peter vorhin gesagt. Stell deine Frage, bitte. Entschuldige, der Peter hat gerade vorhin gesagt. Ja, stell die Frage. Im Vorschlag 2014 ist unter diesem Abschnitt nicht drinnen, dass Kanal 3 fehlt. Bitte begründe das. Ich werde es das nächste Mal beantworten. So, nächste Frage. Nächste Frage. Gibt es noch Fragen? Keine mehr? Das ist eine offene Frage, von welchem ich mal gewesen, hinsichtlich der Volksschulsanierung und der Förderung, die es gegeben hat. Das heißt noch, ob wir das schriftlich haben, dass die 1,4 Millionen Euro uns zugesagt worden sind. Und da ist jetzt die schriftliche Ausfertigung von der Regierungssitzung, dass die 1,4 Millionen Euro auch schriftlich zugesagt worden sind. Liebhockerin auch verstorben und ein ehemaliger Gemeinderat, der Willi Pitsch, der für die ÖVP lange Jahre tätig war und eine Institution auch im Ort war. Und dementsprechend bitte ich euch und bitte ich Sie, ja, euch zu erheben. Eine Minute den Gedenken dieser beiden herausragenden Persönlichkeiten.